diese Klängen, die diese Herren in regelrechte Entzückung versetzen. Rocksounds, warum sich diese Rockgrößen wie Klaus Prünster mit Schuh und Klaus Schubert treffen, ein sogenanntes Pre-Listening von einem neuen Album. Sie bekommen exklusive Hörproben von Schubert in Rock Volume 2. Mastermind dahinter, Klaus Schubert. Er hat internationale Größen auf ein Album gepackt. Der Sänger von Europe, der Joey Tempest, hat gemeint, er fühlt sich geehrt, bei uns mitmachen zu dürfen. Aber er fühlt sich dabei doch zu jung. Das war der Einzige, der nicht dabei war. Die restlichen haben alle hingekriegt und es ist ein gelungenes Album geworden. Wahrscheinlich das beste No-Plus-Album ever, weil wir genau jeden die Songs gegeben haben, der gut singen kann. Das habe ich drauf. Mit dabei etwa Jennifer Batten, Gitarristin von Michael Jackson, Jeff Scott Soto von Journey oder Dan McCafferty, ehemaliger Frontman der Band Nazareth. Das heißt so, wir haben die Basic Tracks, klingt cool, ja, fertig gemacht, also was man halt das Wichtigste, was man hören muss, ein Solo, Bass, Schlagzeug oder wenn es sein muss, sogar nur Drumcomputer, gerade was man hört, wie der Song klingt, das haben wir nach Amerika geschickt, nach England geschickt, die haben sich das angekocht und die haben gesagt, ja oder nein, und dann sind sie zum Teil gekommen, also wir haben da ein Studio, das Ambient-Studio in Mils bei Tirol, viele sind eingeflogen. Gemischt wurde das All-Stars-Projekt von Gary Moder im Studio von Martin Simon, der diesmal selbst mitmusiziert und an den Erfolg des Albums glaubt. International, das war unser Anspruch. Das haben wir so hinproduziert und da sind wir uns ganz sicher. Kein links, kein rechts, da sind wir einfach dabei. Dabei beim Vorab-Anhören echte Musikgrößen und für die gibt's nur eine Musikrichtung: Rock'n'Roll. Wir sehen das alle ab einem gewissen Alter ein bisschen verklärt. Ja. Aber es ist schon diese Musik, mit der sind wir aufgewachsen. Ja. Und da verknüpft man gewisse Dinge im Leben. Und deswegen ist es so, ich glaube, dass jede Generation ihre Musik dann wieder hat. Und bei allen ist das gleich, glaube ich. Dann. Kann man sagen, sowas wie ein Jugendelixier? Ja, kann man so sagen, ja. Was hörst du, wenn es nicht Rock ist? Roll? Das sieht auch er so, Unternehmer Maximilian Kaisergruber. Während er beruflich gediegen unterwegs ist, mag er seit früher Jugend bei der Musik etwas wilder. Ich habe zum Beispiel Karten gehabt für die Clash in Wien. Die sind nur einmal in Wien aufgetreten. Ich habe am Montag aber dann Lateinschularbeit gehabt und habe nicht hin dürfen von meinem Vater aus, weil ich, das war entscheidende Schularbeit. Also ich war immer Rock'n'Roller. Und ich glaube, Rock'n'Roll und Geschäft, Textileinzelhandel gehört irgendwie zusammen. Weil das sind zwei Wahnsinnige, die sowas betreiben. Wird man es in deinem Geschäft hören, diese Musik? Leider das glaube ich nicht, weil damit vertreiben wir eher. Aber wenn eine gute Nummer kommt, dann drehe ich lauter. Und tanzt im Geschäft herum? Rhythmische Bewegungen sind leider für mich nicht das Richtige, weil das kann ich nicht. Oft reicht ja auch einfach nur zuhören. Das Album Schubert in Rock Volume 2, Commander of Pain, soll noch diesen Juni erscheinen.